So, grüß Henk, hier im Batzel. Weil ich habe gemeint, die brauchen wir nicht mehr abwamsen beim nächsten Hirnbatzel, aber ist nicht so. Wir haben den 15. April, es ist ziemlich frisch. Heute geht zwar der Wind nicht gar so damisch, aber kränkt hat es die ganze Nacht. In die Alpen schneit es. Morgen ist ein Gewittersturm angesagt. Also unfreundliches Wetter. Mei, übers Wetter zum Jammern. Wenn ich mit das anfange, dann könnt ihr ausschalten, weil das bringt wirklich nichts. Ja, über was wir reden könnten. Heute vor 150 Jahren ist Titanic versunken. Nein, vor 111 Jahren. Und habe ich heute den Film gesehen, in dem der Wisniewski sein Buch zu dem Thema vorstellt, das er vor 10 Jahren oder was schon geschrieben hat und das jetzt neu aufgelegt worden ist. Schon interessant, denn auch bei der Titanic hat man uns gescheit verarscht. Der Wisniewski ist ja bekannt, dass er schon sehr genau ist und dass er nicht irgendwas behauptet, womit er seinen Ruf gefährden kann. Also kurz zusammengefasst, es gab von JP Morgan, von der Bank, die hat sie in die Schifffahrt eingemischt, hat so große Dampfer gebaut, oder Baulusten natürlich, und hat den Engländern nicht passt. Da gab es eine, ich hoffe, dass nicht wieder recht viel Wind drauf ist. Da gab es eine Titanic und ihr Vorläuferin war die Atlantik. Und der Atlantik ist ein englisches Kriegsschiff ins Heck eingefahren. Zwar nicht gesungen, aber schwer beschädigt, niemand umgekommen, glaube ich. Und die britische Regierung hat sich also geweigert, dafür aufzukommen, obwohl der Unfall eindeutig von dem Kriegsschiff verursacht worden ist. Was tut man, wenn man da kein Geld holen kann? Man spekuliert halt auf Versicherungsbetrug. Und wenn es so ist, wie der Wisniewski da ermittelt hat, dann ist es folgendermaßen abgelaufen. Die Olympic, die beschädigte, wurde repariert und für Titanic ausgehen. Und vor 111 Jahren hat es da eine Jungfernfahrt gemacht nach Amerika, also von England nach Amerika. Die normale Geschichte kennt ihr alle, dass untergegangen ist durch Zusammenstoß mit einem Eisberg. Doch das ist anscheinend völlig an den Haaren herbeigezogen. Diese Titanic, da hat es Explosionen gegeben und alles Mögliche. Und es sind Schiffe in der Nacht gewesen, abgedunkelte, die dann später Leute aufgenommen haben. Kapitän unter anderem. Also es war ein geplanter Untergang und die echte Titanic ist also gar nicht berührt gewesen, weil die Atlantik untergegangen ist. Also ein Nebenkriegsschauplatz, der aber ein wenig in Frage steht, man weiß nicht genau, ob es wirklich so war. Da haben drei jüdische Banker, also Hochfinanz, Guggenheim, Strauß und der Astor, glaube ich, der dritte. Die sollen also gegen die Übernahme der FED in Amerika in private Hände gewesen sein. Und die sind auch zufällig auf der Pseudo-Titanic untergegangen. Ob ein Zusammenhang besteht, wer will das sagen, auf jeden Fall
wieder ein Beispiel, wie man uns an der Nase rumführt. Heute werden übrigens die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet, die letzten drei. Muss ich sagen, das stört mich überhaupt nicht, weil ich bin ein alter Atomkraftgegner. Stören tut mich aber, wenn einer wie der Habeck die ukrainischen Kraftwerke laufen lassen will und die mit Sicherheit sichereren Deutschen abschaltet. Also da merkst du, diese Leute sind fremdgesteuert, und da kannst du überhaupt nichts mehr sagen dazu. Und das genau dies hat er aber öffentlich gesagt. Die E.ON soll zufällig zu diesem Termin gleich eine Preiserhöhung um 40% angekündigt haben für den Strom. War kein Wunder, wenn sie so waren. Naja, auf was ich noch eingehe bei, ist eher was, naja, weniger politisches, nein, kann man auch nicht sagen. Da haben 100 Künstler in Ringsburg eine Petition gemacht und eine Unterschriftensammlung gegen Fürstin Gloria, weil sie sich zum Beispiel als Skeptikerin in Sachen Klimawandel hervorgetan hat, dann auch bei der Corona-Gaunerei hat er sich kritisch geäußert, dann, was war noch? Naja, in ein paar Dingen hat sie recht vernünftige Ansichten vertreten, mutig. Und deswegen wird sie jetzt von diesen Künstlern an den Pranger gestellt als Rechte. Und das ist schon ein dicker Hund, wenn man heute seine Meinung nicht mehr sagen darf. Diese Künstlergruppe fordert also auch, dass irgendeine kulturelle Veranstaltung in der Gloria im Schlosspark abgesagt wird, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber man muss halt wirklich Angst haben, dass irgendwelche pseudo-humanistischen Rudel sich zusammentun und unter der falschen Flagge Meinungsfreiheit genau das Gegenteil veranstalten. Also ich bin jetzt kein Freund von der Gloria, ich kenne es nicht, Fürstin, warum sollte ich für die einsetzen? Aber diese Künstler, da kann das schon schlecht werden, wenn du sowas hörst, gell? Ich habe den einen Anstifter da gegoogelt, war sein Name nicht mehr, Jonas, nur irgendetwas, und habe mir ein Werk angeschaut, da hat er also die Masseneinwanderung 2015 kritisiert. Ach ja, Gloria hat sich da wohl auch kritisch geäußert bei dem Thema. Und da im Zentrum seiner Installation steht ein Bild, wo also eine Journalistin nach seinem Schmerz den ein Zuwanderer ein Bein gestellt hat. Also wenn man das Bild losschaut, da kann man viele Deutungen draus sehen und machen. Denn da ist eine Kamerafrau im Vordergrund und wahrscheinlich ein paar Journalisten und eine Menschenmenge an Asylanten oder was immer kommen auf sie zu. Und diese Kamerafrau, die hebt ihr rechtes Bein, also sie ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Und das wird dann als den armen Flüchtlingen ein Beinstellen gewertet. Und um die Summe hat er ein ganzes Kunstwerk geschaffen. Ich meine, was heute oft so als Kunst geht, da kann der eh grausen. Ich habe gerade davor wieder so ein Werk von dem Nietzsche gesehen, da aus Österreich, der
schütten gerade noch die rote Farbe umeinander für Blut. Also, aber was soll man da sagen? Anscheinend ist das eine Kunst, die die großen Mäzene zahlen und das ihr gefällt. Nur ein weiterer Punkt, der auch irgendwie in die Richtung geht, dass wir mit dieser Künstlergruppe, da ist ein Autor bei Apolut, Felix Feistl, von dem ich schon recht gute Beiträge gehört habe. Und da habe ich jetzt diese Tage einen angehört, da klagt er Richtung Rechte und AfD und so weiter. Und beschuldigt die praktisch, dass sie gegen das Bürgergeld sind und praktisch viele für Zwangsarbeit eintreten. Und ich glaube, da muss man nochmal anmerken, wer hat dieses Sozialsystem zerstört. Das waren die Sozis und die Gräner und dem Schröder und dem Fischer. Die haben dieses ganze Hartz IV da eingeführt und die Zwangsarbeit für Leute. Wisst ihr noch, wie der Schröder gesagt hat, dass über Faulheit hat er da philosophiert. Kein Mensch hat recht, ein Recht auf Faulheit. Und naja. Aber es scheint sehr verbreitet zu sein, dass bei sogenannten Linken grundsätzlich in die andere Richtung ausgedeutet wird, ohne gerecht zu sein dabei. Ich bin also auch jetzt nicht der Freund von der AfD, ich habe es noch nie gewählt. Und kann es kurz sagen, warum ist nicht, weil einfach weil ich weiß, es ist eine strukturkonservative Kapitalistenpartei. Und ich als alter Linke habe da einfach von Haus aus ein Problem. Dann sehe kreuchend deine Zionisten in Arsch, verteidigen das ganze Unrecht, das da passiert in Israel. Dann der andere Punkt, sie sind für Atomkraft, bin ich auch nicht dafür. Wo wir zusammenkommen, das ist die Massenzuwanderung, weil das können wir uns nicht leisten, da geht unser ganzes Sozialsystem kaputt. Und vor allem, es sind zum Teil wirklich inkompatible Massen, die da zu uns kommen. Und komischerweise immer lauter junge Männer. Ah, da kommt gerade der Schiefernt. Die Schauenburg liegt ziemlich tief im Wasser. Aber wo war ich ja? Dann Corona. Da hat man jetzt 2 Jahre lang eigentlich nur kritische Beiträge von der AfD im Bundestag gehört. Von der Weidel und so weiter. Sicher muss man sagen, sie haben da am Anfang auch mitgemacht. Aber sie haben sich dann doch eines Besseren belehrt. Und ich war bei der letzten Bundestagswahl sogar kurz davor, dass ich es war, eben wegen diesen guten Beiträgen. Aber einfach pauschal politische Bewegungen in Sack zum hauen, das ist nicht richtig, lieber Felix. Und die Kräner, die Roten, die Rötlichen, die kannst du eh nicht wählen. Du weißt, da gibt es keine Alternative. Das sind die größten Kriegstreiber, wobei ich nicht weiß, wie die AfD da steht. Ich glaube auch ein wenig gemäßigt, ein wenig gegen den Krieg in der Ukraine und gegen die Waffenlieferungen. Wie es grundsätzlich steht, ich glaube, sie sind für die NATO, wo sie als großen Fehler sehe. Denn die NATO ist ein Kriegsbündnis, in das man mir eingezwungen werden. Und wie es jetzt ausschaut, heute, glaube ich, haben die ersten deutschen Leopard zum Einsatz gekommen in der Ukraine. Und der Scholz hat grünes Licht gegeben, den Polen, dass Kampfflugzeuge in die Ukraine liefern, die einmal zur DDR gehört haben. Also, ich sehe einfach bei Linken und Grünen nur Kriegstreiber, die nicht unsere Interessen vertreten, nicht die Interessen
der Leute, die sich einmal geweiht haben. Oder geweiht haben, weil sie keine andere Alternative gehabt haben. Und deswegen ist der Schlag nach rechts und Feitel oder Feistel nicht gerechtfertigt, würde ich sagen. Ich habe damals die AfD nicht geweiht, sondern die Partei, also die Querdenker-Geschichte. Aber wir wissen ja, wenn man jetzt den Robert Kennedy hört, den ich vor 3 Jahren mal sehr gelobt habe, aufgrund seiner Rede bei der Großdemonstration gegen Corona in Berlin, der ist jetzt beim Klima voll auf der Schiene, auf der verlogenen Klimaschiene, und von ihm ist jetzt sogar der Spruch verbreitet worden, man sollte die Leute strafen, wenn sie nicht an diese Klimageschichte glauben. Also wo du hinschaust, nur Enttäuschung, trauen kannst überhaupt niemanden. Na, das war's jetzt gewesen. Jetzt gehe ich ein wenig weiter spazieren und hoffe, dass das Video nicht echt verwackelt ist und vor allem, dass man den Wind nicht wieder so hört. Wie beim letzten, das habt ihr glaube ich nicht mitgekriegt, das habe ich glaube ich nicht eingestellt. Es war recht gut gewesen, aber war unerträglich mit dem Windkracher da im Hintergrund. Also dann schauen wir, dass wir die letzten Wintertage Mitte April noch umbringen. Und ich wünsche Ihnen allen Sonne und Frühjahr. Vielen Dank.